Bis zuletzt haben sie geschuftet und auch gezittert. Technische Probleme bedrohten den Start von Tele24 bis im letzten Moment. Doch die 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es geschafft. Sie alle und vor allem Roger Schawinski senden national. Heute Abend um 6 Uhr gingen die ersten Swiss News über den Sender. Dies unter Argusauge, Augen vieler Kritiker. Christian Luciani. Roger Schawinski bangt in seinem Büro dem Start von Tele24 entgegen. Punkt 18 Uhr ist es soweit. Swiss News, das Newsmagazin von Tele24, geht auf Sendung. Funktioniert. So far so good. Man hat die ersten 10 Minuten gesehen vom Tele24, den ersten Eindruck. Es hat funktioniert. Alles, was wir uns vorgestellt haben, und wir haben es gerade vorher gesagt, das war alles auf dem Papier und ist dann entstanden. Hat dann müssen entstehen im Verlauf der letzten Monate. Und jetzt kommt es daher und es sieht aus wie Fernsehen. Nicht einmal, wie schlecht ist denn. Also ich bin also sehr stolz auf das Team und ich muss allen ein riesen Kompliment machen. Zur gleichen Zeit in den Büros des Tagesanzeigers. Medienkritikerin Susanne Mühlemann beobachtet ebenfalls den Start von Tele24. Ich habe gefunden, von der Mischung her war es nicht wahnsinnig überraschend. Es war klar, dass sie den Tod von Pascal Delamurin noch mal behandeln werden. Und der Swisscom-Börsengang. Und das ist eigentlich, habe ich gefunden, seriös. Nicht wahnsinnig. Originell, aber seriös gemacht. Und wie beurteilt man in der Innerschweiz bei der neuen Luzerner Zeitung den ersten Auftritt von Tele24? Ich habe einen guten Eindruck. Emotionalität ist, glaube ich, das, wo Tele24 drauf setzt. Delamurin am Anfang und ganz am Schluss kommt das Ausland. Das ist auch noch ein Zeichen dafür, dass einfach was in der Nähe passiert, kommt vorher. Schrecksekunden beim neuen Sender. Ganz ohne Pannen ging es nicht ab. Schawinski persönlich kümmerte sich um ein Tonproblem. Und was meint SP-Parteipräsidentin Ursula Koch? Sie, die in letzter Zeit wegen ihrer Äußerung, sie lese keine Zeitungen, in den Medien stark unter Druck gekommen ist. Nachricht vom Tod von Jean-Pascal Delamurin. Ja, es ist eine Nachrichtensendung, nicht viel anders als andere. Sicher mit einer Anfangsschwierigkeit im technischen Bereich. Aber ich frage mich, ob das jetzt wirklich eine Bereicherung war oder es ist mir nicht aufgefallen, dass etwas ganz anders wäre. Sie haben in letzter Zeit auch gesagt, gewisse Medien seien oberflächlich. Wenn Sie das Tele24 die erste Sendung gesehen haben, geht jetzt das in die Tiefe? Ist das die grosse Bereicherung, die man darauf gewartet hat? Nein, das ist es nicht. Das kann nicht in die Tiefe gehen. Es hat einen länglichen Beitrag über die Pilze, wo der Agi macht der gängige Tiefe, aber der hat eigentlich in einer Nachrichtensendung nichts verloren. Ja, wir schalten jetzt zu unserer neuen Konkurrenz in Steinfels Areal in Zürich. Dort begrüße ich meinen Ehemann. Hugo, Premiere ist glückt. Herzliche Gratulation. Sind ihr zufrieden mit dem ersten Tag? Oh, Schatz, danke für dein Kompliment und danke für das einfach zeigen, dass wir in dieser Live-Sendung vorkommen. Merci. Es hat vieles geklappt, wie wir ja bereits gehört haben, es hat einiges noch nicht so geklappt. Aber wir sind glücklich, dass wir heute Abend haben können senden. Und wir wissen natürlich ganz genau, dass es wirklich noch einiges zu verbessern gibt. Wir haben Tonprobleme gehabt, wir haben da und dort ziemlich nervös gewesen. Es war sehr, sehr hektisch gewesen. Aber wenn wir es vergleichen mit den Tagen vor dem Sendestart, dann finden wir, haben wir es gut gemacht, sind wir ein bisschen stolz und werden es morgen noch besser machen. Jetzt könnt ihr zuerst einmal glücklich sein über den Start, hast du gesagt, trotzdem noch eine inhaltliche Frage. Kritiker haben die 6-Sendung der Tagesschau sehr nahe, sehr ähnlich gefunden, nicht viel anders als andere, hat Frau Koch gesagt. Wie werdet ihr euch in den nächsten Tagen positionieren? Also da haben Kritiker für einmal völlig recht. Wir sind unglaublich nahe bei der Tagesschau. Die sind sogar bei uns im Studio den ganzen Nachmittag. Wir sind bei ihnen sogar noch in der Sendung vorgekommen. So wird es ziemlich sicher morgen nicht mehr sein. Es ist klar, wir machen die News-Sendung und Aktualität von schweizerischem Interesse hat Vorrang. Und wir haben am 6. eine Sendung gehabt, wo das stimmt, gewisse Beiträge dann auch der Tagesschau vorher sind. Am 8. haben wir die zweite Live-Sendung von der Swiss News und dort haben wir wirklich uns auch vorgenommen und auch realisiert, dass wir andere Beiträge gebracht haben wie die Tagesschau. Und dann sind wir immer gespannt, was dann so am 10 von 10 ihr noch macht. Ich lasse dich springen, feiere deinen Erfolg und bis bald. Danke vielmals, schönen Abend.